Jo, herzlich willkommen, ihr wundervollen Zuschauer. Willkommen zu einer weiteren Runde Don't Be Afraid. Ach, die letzte Runde war ja sehr, sehr aufreibend. Psychoterror. Das Mädchen war anstrengend. Der Typ war anstrengend, der hinterher den Gesangspart von dem Mädchen einfach fortgesetzt hat. Die Texte waren der Horror. Egal, wir machen weiter. Eigentlich ist das ein cooles Spiel, auf jeden Fall. Ich mag's so. Also, auch wenn es einen nervigen Abschnitt hat, den gibt's in jedem Spiel. Und ja, vergesst nicht, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Und auch einen Kommentar, um diesen Kanal weiter wachsen zu lassen. Tom lived just around the corner, but David always took a shortcut through the backyard. Through the backyard. Sollen wir through the backyard? Wir nehmen auf jeden Fall eine Leiter mit. He always sneaked out through the kitchen window. Wir schleichen also immer raus. Moin, Mutti! David didn't want to dir? Ask his mother for permission. He knew she wouldn't let him go. Du hast merkwürdige Puschen an. Ich hab Hunger! Ich hab immer Hunger! Immer nur so ein Bonbon. Zack, und raus hier. Ganz offensichtlich sind wir woanders. Sollten wir da was übersehen haben, dann ist es jetzt erstmal so. Oh, geil, ein Text zum Lesen. Theodore, ich habe sie getötet. Ich habe diese Schlampe umgebracht, Theodore. Ich habe sie erwürgt und sie in eine der Marionetten gesteckt. Es sind Mannequins. Ich lese jetzt einfach Mannequins. In eine der Mannequins gesteckt. Das sind nämlich Schaufensterpuppen und das sind was anderes als Marionetten. Marionetten haben Fäden, Mannequins nicht. Also Schaufensterpuppen, ne? Transportiere sie in die dritte Etage in die Bibliothek. Sie hätte ihre Nase in fremde Angelegenheiten stecken müssen. es ist, wie es ist. Sie hätte ihre Nase nicht in fremde Angelegenheiten. Ja, ihr kriegt das schon hin. Ich glaube, ihr seid schlau. Schlauer als Leute, die solche Texte übersetzen. Und, ja, spielt es auf jeden Fall auf Englisch. Es macht mehr Sinn, dass ich irgendwie einen Griff gekriegt haben. Solange ihr auch nur ein wenig Englisch versteht, macht es mehr Sinn. Wenn die gar kein Englisch versteht, ja, dann müsst ihr hier durch. Franklins Stück Teil 1. Ich kann nicht, sorry, ich habe schon Bauchschmerzen. Ja, ich nehme die beiden Teile am Stück auf, also die letzten beiden Teile hier. Die Gäste haben sich bereits versammelt. Sie sitzen im Wohnzimmer und bewundern das Interieur. Also die Einrichtung. Bald ist die Zeit gekommen, um einen herrlichen Ball zu veranstalten. Den Gästen wird es den Atem verschlagen. Oh, das war ja mal wieder hier korrekt. Das war ja mal wieder ein Satz. Boah, was für ein hässlicher Schlüssel. Ein roter Schlüssel. Zack. Und jede Menge Fisch. Der Seite der Fisch. Gönnt euch Rammstein. Nein, gönnt euch, was ihr wollt. Rammstein bezahlt mich nicht. Ein Schlüssel. Ist das derselbe Schlüssel wie der andere Schlüssel oder ist das ein neuer Schlüssel? Wie viele Schlüssel gibt es denn hier? Franklin Stück Teil 2. Wir warten. Wir sind gekommen, um zu feiern. Unser Herr hat etwas vorbereitet. Er wird sich damit rühmen. Wir erfüllen unsere geheimsten Begierden. Denn die ganze Nacht steht uns bevor, bis zum Vollmond. Wir haben nur wenig solcher Möglichkeiten. Ja, einmal im Monat, ne? Mindestens. Jo, manche Monate, wo es zwei Vollmonde gibt. Oh, there you are, sweetheart. Jo, da bin ich. Moin. I was getting worried. Wieso? Geht's bestens? Schon genervt, ja.
Aber ansonsten ist alles okay. Ja, was suchst du denn da? Jedem anderen Regal irgendwie mehr Sinn. Deswegen ist es ein Fisch. Okkult Hinweis aus dem dritten Stock. Per J.E. Das Fleisch kann einige metaphysische... Das sind immer die schnellen, die Okkulttexte sind die schlimmsten. Das Fleisch kann einige metaphysische Werte in Bezug auf den achten Astralhaus entsprechend den großen und kleinen Tod und das Konstellatio Scorpius halten. Aber auch in Tod muss man das Wesen des Lebens, daher Bedeutung der Haltbarmachung von Arche in diesem Fall erhalten, den Körper. Ich glaube, das geht im Großen und Ganzen dadurch, dass man darum, dass man Leichen korrekt konserviert oder mumifiziert. Ja. Franklin-Stück Teil 3. Nehmt die Bücher und andere Gegenstände. Meine Bibliothek steht euch offen. Verbrennt es. Schmeißt es weg. Macht, was ihr wollt. Es ist eure Entscheidung. Jo, nice. Darf ich noch mitmachen? Ein bisschen verspätet. Obwohl ich das ja... Oh, gibt noch ein paar Bücher. Die waren nicht so gründlich. Ich kann das noch nacharbeiten. Ich will keine Zettel mehr. Franklin Stück Teil 4. Geht weiter, meine Lieben, in Richtung des weiteren Bereichs des Raums. Wartet dort, denn gleich kommt der Augenblick, wenn das Lokal öffnet. Jetzt hat er hier eine Kneipe aufgemacht oder was in seinem Keller, in seiner Bibliothek. Er hat ja echt Ideen. Escape Rooms, Kneipen. Also... Mannequins, Marionetten, meine Fresse, jetzt fange ich schon an, den Scheiß zu übernehmen hier. Schaufensterpuppenwerkstatt. Sechs. Soll es 656 sein? Ein junger Menschen würde vermisst werden. Das sind nicht nur Kinder, es sind auch Jugendliche. Oder er hier, Vince Hill, der sieht auch nicht, der ist so jung, sieht er eigentlich gar nicht mehr aus. Ist bestimmt schon irgendwie knapp an die 20. Oder auch Jay Mercer, der ist ja mindestens 16. Also ich würde sagen, der ist so mindestens so 15. 14, 15, 16 vielleicht sogar schon. Vielleicht auch 17. Er wird gleich doppelt vermisst. Oha, vermissen Memory. Nice. Jay Mercer habe ich auch schon zweimal. Er hier, mit der Zunge, da noch einer. Also, er wollte die Wand auf jeden Fall vollkriegen. Kann ja eigentlich sagen, ein Glück sind das nicht alles unterschiedliche. Das ist ja gar nicht so geil jetzt.
Dann geh einfach mal hier rein. Boah, den Stuhl, den klemmt sich der kleine Junge unter den Arm und geht weiter. Ey, der Stuhl ist größer als er selber. Meine Fresse. Na echt. Kapuze. Das sind meine Kerzen. Hier geht's raus. Ja, nehmen wir doch. Kann ich das zumachen? Nein. Was gibt's hier noch? Ja, nice. Ich hoffe, wir haben alles. In Streams bin ich manchmal noch ein bisschen gründlicher, aber bei YouTube-Videos versuche ich das echt straight durchzuziehen, ne? Als sie ihren Augen... Achso, ein letzter Kurs. Als sie ihre Augen öffnete, sah ich in ihnen Angst. Sie war eine Frau. Sie hieß Mary. Erst nach einer Weile merkte sie, was los war. Sie begann in Panik zu geraten. Ich beruhigte sie, streichelte ihren Kopf. Als ich das Messer durch ihren Hals schob, schlief sie sofort ein. Und es war sicherlich angenehm für sie. Während ich ihren Körper stach, gab ich ihr einen letzten Kuss, einen Zungenkuss. Ich fühlte ihr Blut in meinem Mund. Köstlich. Es ist so ein Scheiß, übersetzen die auch wieder einigermaßen korrekt. Da frage ich mich, sind das echt, wird jeder Text von einem anderen Menschen übersetzt? Oder haben sie so eine Legastheniker-Quote, die sie erfüllen müssen? Ich weiß es nicht, ich will ja auch niemanden beleidigen oder sowas. Das ist schon merkwürdig. Und zum ersten Mal. Es war mein erstes Mal. Ich wollte wissen, wie es sich anfühlt. Als ich meinen ersten Besucher erwischte, fühlte ich mich wie ein Löwe unter einer Schafsherde. Das unschuldige Opfer lag bewusstlos vor mir und ich wusste nicht, was ihm bevorstand. Mit jedem Schnitt fühlte ich mich so glücklich. Ich werde daran noch lange Zeit denken. Gestörte Leute hier. Und noch einer. Ja, lass mich erstmal lesen, ich komme gleich. Notiz über ein Kind. Eine Frau. Sie ging mit ihrem kleinen Sohn spazieren. Er umarmte sie hin und wieder mal, hielt ihre Hand fest. Ging nicht einmal für einen Moment weg. Ich wünschte, ich hätte so einen Sohn, ergeben und treu, der mich nie verlassen würde. Ich will ihn. Ich muss ihn haben. Where is he? Geh dich mal gar nichts an. Oh Mann, Jim. David! Steve. Michael. Peter. I'll find you, boy. I'll find you, boy. I'll find you, boy. Oh ja, ist ja gut, Mann, ey. Ich gehe ja schon weiter. So. Na, der Dachboden. Sind wir hierhin geraten? Oh. Nee, lass mal. Das sieht zu verlockend aus. Ich muss den Hausschlüssel finden. Genau, ins Wunderland. Tschut. Ein Land der Spielzeuge, Errungenschaft. Ich war hier doch schon mal. Ich kenn das doch. Sie haben neue Achievements eingebaut. Bei ihr mit Wunderland und sowas, ey. Kommen wir wieder zurück zur Realität. Meine Mannequins haben alles abgeräumt, da. Da gibt noch so ein paar Kapuzen hier.
Aber fast ist dein Freund, ne? Ihr seid aus dem gleichen Holz geschnitzt. Und vielleicht sind das so Kunststoffmannequins, ich weiß nicht. Oh, Digga, mach Platz da. Na, ich kann auch hier lang gehen. Was sitzt du denn? Ey, mach Platz, ich muss da runter. Wen habt ihr mitgebracht? Wo blieb ihr jetzt so schnell her? Are you proud of yourself, David? Your disobedience brought your parents to our game. Leave your backpack on the chair, put out the candle and enter this box. Die sehen sich erstaunlich ähnlich. If you don't enter that box, I'll kill your grandma and grandpa. Then you'll be all alone by yourself till the end of your life. Backpack on the chair, put out the candle and enter this box. Nee, will ich aber nicht. Ich will nicht in die Box. Geh selber in die Box. Alte Schachtel hier. Leave your backpack on the chair, put out the candle. Ey, ich glaube, uns bleibt keine Wahl. Ja, so, bitteschön, da hast du deinen Scheiß, ey. Ciao, ich geh in die Box. Bitte schön. Ich bin in der Box. I didn't appreciate you, David. You managed to get away. But at what cost? You ruined all the fun. Maybe the game was too boring for you. I'll make sure you won't miss anything from the upcoming game. Don't try me, boy! Keep your kicker energy! You're gonna need it for later. Ich hier meine Energie verbraten soll. Sleep already. In a little while, it will all be over. Du brauchst doch nicht, um die scheiß Box hier zu machen. Nein, ich atme das nicht ein. Ich halte die Luft an. Ah, ich bin so weit gekommen. Für diesen Loading Screen. Und wir sind wieder in unserer Erinnerung, nachdem wir uns aus dem Haus geschlichen haben. David sneaked out of the house to see his friend. Wo wohnen die denn überhaupt? Also. He had to take only a few steps through the rock bridge. Schon krasse Location für so ein Haus, ne? Ich meine, irgendwie voll geil, so in so einer Schlucht. Man kann hier. Das ist eigentlich. Den stört es, wenn sie hier überall an den Seiten noch Beete anlegen oder sowas. Aber auch ganz schön abgeschieden. Gar nicht beleuchtet. Suddenly, he heard a voice. Excuse me. Schnell weg. Stranger turned his head towards David and said, "Do you know where house number 7 is?" Wo hat sich da eigentlich David versteckt? Asked the man to let him through. "Oh, what's the matter? I just asked for your help," said the man. He made a step towards the boy. Ich drück schon S. Ich will weg. David wanted to run away, but suddenly someone grabbed him. He felt a sting in his neck. His eyes closed and he blacked out. Party People!
Hallo! Hunde tanzen. Hab zu tun. I said hello. Come on, don't you want a balloon? Oh nein, ich auch noch. Stimmt. Ich bin doch kein Textmann. Theodor, pass auf meinen kleinen Freund auf. Biete ihm ein wenig Unterhaltung, so wie du es magst. Er soll sich ein wenig entspannen. Dein Versteck ist perfekt. Auch wenn er irgendwie fliehen sollte, dann wird er wohl nicht weit kommen. Er hat wohl keine Ahnung, wo er überhaupt wohnt. Ich weiß schon, wo ich wohne, ich weiß aber nicht, wo ich bin. Coming to the carnival! Das wird ein Spaß! Oh, das ist ein Konzert. Den dürfen wir natürlich nicht vergessen. Aber auch wenn das jetzt hier ein bisschen kürzer ist, ich werde hier an dieser Stelle noch einmal einen Cut einlegen. Und ja, danke auf jeden Fall fürs dabei sein. Wie es hier mit diesem lustigen Clown weitergeht, erfahren wir dann im nächsten Video. Bis dahin alles Gute und danke fürs dabei sein. Ciao.